Ja, wir sind jetzt auf der Burg Capron. Ihr habt ja beide fürs SGM gekämpft. Richtig. Der eine in welchem Team? Ich war im SGM 2 Team. Und du warst? SGM 1. Okay, wie ist es für euch gelaufen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Also meine Jungs sind ja relativ Neulinge gewesen, die wo zum ersten Mal oder zum zweiten Mal gekämpft haben. Haben sich sehr gut geschlagen, gerade da auch starke Teams da waren, schwere Teams da waren, haben sie gut gestanden. Natürlich haben wir leider verloren, aber es war eine sehr gute Erfahrung für die Jungs, bis wir da weiter vorwärts kommen und mehr Anreiz bekommen, sich besser zu schlagen. Wie ging es euch mit Mamanchi oder Wisocina, was ihr hattet? Es ging uns, ja, relativ schwer. Also war eine super geile Erfahrung, oder? War eine hammergeile Erfahrung, gerade da Mamanchi recht schwer ist, schwere Jungs sind. Fett würde ich sagen, fett, aber gut. Ja. Aber auch leider ich stark. Nicht, ne? Ausdrücken, ne? Ja, das ist meine Stärke. Aber auch starke Jungs. Aber auch starke Jungs, die einen gut heben können und halten können und ihr Gewicht in uns reinlegen, besser gesagt. Ja. Aber da sieht man mal, wie schwer man stehen kann oder stehen muss, um dagegen zu halten. Ja, das, genau, glaube ich, war die Erfahrung für die anderen und für mich auch wieder wert. Gleich. Aber wie ging es euch mit den Anfängern? Den Anfängern, die haben es genossen, die fanden es sehr geil. Mhm. Definitiv. Okay. Ja, super, ja, cool. Und du warst Team 2? Team SGM 1. Ah, 1. Ja, ich muss sagen, insgesamt vom ganzen Team gute Performance. Die Vorrunde natürlich sehr, sehr gut. Wir haben eigentlich jeden Kampf in 2 Runden entschieden, was wichtig ist, auch gerade dann fürs weitere Turnier, dass du halt einfach noch die Luft hast. Dann in den Finals, ja, dann hatten wir auch mal Manzi wie Sochina, die diesmal, wir hatten die dieses Jahr schon öfter, diesmal glaube ich schlagbar gewesen wären. Sie sind zwar immer noch ein Ticken besser, aber wir konnten zumindest so weit konkurrieren, dass wir gegen Mamanzi auf eine Runde gewonnen haben. Ja, schön. Wisocina glaube ich auch. Da hatten wir auch eine. Also es ist nicht mehr so deutlich wie früher. Wir sind da jetzt wesentlich besser drin und mal schauen, was die Zukunft bringt. Und hey, dritter Platz. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich das SGM tatsächlich weiterentwickelt. Ja, gerade. Aber das sind auch eben genau diese Turniere, wo du international kämpfst, wo Teams aus anderen Nationen da sind. Da sammelt man einfach die meiste Erfahrung. Das ist hier jetzt auch tatsächlich neu, also Mamanchi und Wisocina. Die sind das erste Mal da. Und das macht schon einen Levelunterschied hier. Ja, nein, es ist für alle gut, weil gerade wenn du dich international misst, wird man einfach besser. Die Erfahrung ist anders, die Härte ist ja auch nochmal so ein bisschen Thema. Von daher, ich bin zufrieden. Wir haben einen dritten Platz gemacht. Es hätte vielleicht noch einen Ticken besser laufen können, aber. Okay. Nein. Ja, super cool. Und nächstes Jahr wieder. Natürlich. Ja, super, danke.